Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge Nummer 41 von Voxel Tycoon und es geht darum, dass wir die Forschung zu Ende kriegen, die hier noch 10 braucht er, glaube ich. Jetzt nur noch 9. 9 Einheiten braucht. Wenn wir die 9 Einheiten fertig sind, können wir einen Steinbruch wahrscheinlich in die Wege leiten und dann geht auch die zweite Forschung hier erst los. Vorher klappt das nicht. Das haben wir letzte Folge gesehen. Wir hatten letzte Folge noch hier hinten das Städtchen angeschlossen, wo Bretter gebraucht werden und da kommen wir auch an den Sand dran, den wir dann vielleicht irgendwie auch mit einer Sandgrube irgendwie demnächst machen können. Aber wahrscheinlich brauchen wir da auch Bergbau 2 für. Gucken wir nach dem Intro. Ich würde sagen, bis gleich. So, dann schauen wir doch mal erstmal in die Industrie hier rein. Ressourcengewinnung und da gibt es halt Eisen, Kohle und Sägewerk. Da gibt es leider noch keinen Sand. Die Sandgrube wird dann wahrscheinlich hier in der Forschung mit drin sein. Ne, da kann ich das nicht sehen. Ich mach mal hier eine Runde schneller. Auf 1 ist es doch sehr langsam. Und wenn ich hier den Bergbau angucke, Logistik, Statistiken, nee, ich müsste neue Forschung starten machen und dann sehe ich das erst wahrscheinlich. Das müsste hier die Sandgrube sein, genau so ist es. Und hier ist auch der Steinbruch. Da hapert es zurzeit dran. Ja. Das heißt aber, hier sind gerade 6 wieder gekommen. Das heißt, wir brauchen nur noch 8. Das klappt eigentlich so. Und 3 sind auch schon wieder davon da. Das sind Holzbalken, die dahin müssen. Mit Holzbalken kommen dann hier so vorbeigefahren. Da dreht gerade einer. Kommen da jetzt gerade wieder Holzbalken rein? Nee, die waren nicht für uns. Das Lager ist zwar hier, aber die waren nicht für uns. Glaube ich. Mehrere Stadt anbauen. Was haben wir hier für ein Lager? Holzbalken und Eisenbarren, die wir da gar nicht brauchen. Wow. Da brauchen wir Steine dann, ne? Dann müssten wir das hier mal umswitchen, oder? Und wenn ich das umswitche, aber die kann ich hier gar nicht auswählen. Also geht gar nicht. Ich muss erst die hier haben, damit ich es bauen kann wahrscheinlich. Vielleicht könnte ich die Forschung aber jetzt hier nochmal umändern, aber nee, bringt es eigentlich auch nicht jetzt. Fahrzeug ist unrentabel, okay. Also nur noch 5. Das geht jetzt schon. Aber hier müssen wir definitiv was anderes einstellen. Das geht ja gar nicht hier. Der Ladungstyp wird bei der ersten Ladung automatisch bestimmt. Wow. Nee, dann wollen wir das mal nicht machen, ne? Ich müsste jetzt erstmal da auch welche wegholen und die irgendwo hinliefern. Ach, da sind sie. Logistik ist aber da dran, ne? Ist da das Problem zu suchen? Ist da jetzt das Problem? Nee, oder? Da müssten sie doch reinkommen und da müssten sie rübergeliefert werden, oder? Warte mal, mach mal zu alles nochmal und mach den nochmal auf. Nachfrage ist 49. Und wieso klappt das jetzt nicht? Warum sind hier 58 drin? Er ist doch verbunden mit denen da. ...57 geliefert. Nachfrage ist da mit 54 sehr hoch. Aber wir liefern hier ins Lager und das müsste doch leergeräumt werden. Ja, Logistik, siehst du? Oh. Das ist jetzt richtig ärgerlich, ne, dass das nicht klappt, oder? Kann man da mit einer Logistikkette sozusagen was machen? Warte mal, das ist jetzt mal eine Idee, ne, oder? Lagerhäuser. Ich kaufe das kleine Lagerhaus und stell das mal. Wieso wird denn der nicht angeliefert? Ach so, der kriegt das sowieso immer über eine Station. Das verstehe ich jetzt nicht.
Das ist dort. Kriege ich das woanders auch noch angezeigt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier ist gerade keine Industrie, die ich auswählen kann dafür. Ich glaube, Industrien sind immer nur mit dem Lagerhaus verbunden, deswegen sehe ich das gerade schlecht. Kann das sein? Die sind, ich müsste jetzt ein Lager finden. Mach das mal weg hier. Wo kann ich das denn sehen? Ja, da müssen ja mehrere Häuser sein. Zum Beispiel dieses hier. 165 Tage, kriege ich keine Holzbalken. Okay, da müsste ein Ding hin, Station hin. Terminal. Das müsste ich so bauen dann, ne? Ich baue es mal einfach dahin. Werden hier Holzbalken überhaupt angeliefert? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, müssen wir mal gucken, das war... Ach, der ist wieder langsamer geworden. Lass uns gerade noch einen LKW holen. Erstmal. Kaufen wir einen LKW für Holzbalken. Und dann... wollen wir einen Halt hinzufügen. Wo ist unser Zug jetzt? Da. Den Halt. Laden. Und Halt hinzufügen ist hier. Ist entladen. Und speichern als. Holzbretter zu Wege ist Halt. Okay. Und starte den mal. Ist eine kurze Strecke, da sollte einer reichen. Jetzt ist nur die Frage, welcher Zug bringt hier Balken mit? Hier hinten einer, wenn. Und es sind Balken auf jeden Fall drauf. Der fährt gerade weg. Macht der auch Balken? Ich weiß es nicht. Nee, der hat nur Bretter. Aber die Balken sollten dann erstmal reichen, glaube ich. Fahrzeug ist unrentabel. Ich glaube, das haben wir gerade nicht angeschlossen. Bergbau ist abgeschlossen. Neue Forschung starten. Bergbau 2. So, nee, das haben wir ja. Holzverarbeitung, Forschung 2. Was brauchen die denn dafür? Schaltkreise, die haben wir noch nicht. Fertigung 3. Mach die mal. Weil die Dingens haben wir ja ordentlich, ne? Das müsste ja durchlaufen, sozusagen. So, jetzt müssen wir aber hier gucken, dass wir die Steinproduktion ankurbeln. Und die war hier hinten, ne? Hatten wir Steine irgendwo. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal die Industrie dafür auswählen, Bergbau. Steinbruch. Okay, wenn man den da ganz nah dran setzt, dann ist es da. Dann brauchen wir ein Terminal. Jetzt ist die Frage. Können wir da einen Zug machen? Bringt das uns was mit dem Zug? Nach da gefahren. Und zur Forschung wäre auch noch gefahren. Ich glaube schon, ne, oder? Lass uns da eine Eisenbahn bauen.
eine Station dran machen. Die würde gleichzeitig mit abgedeckt, die Kohle. Die wäre jetzt aber erstmal egal sozusagen. Bau den mal dahin. Was haben wir denn jetzt gebaut? Ich hoffe, es ist ein Güterbahnhof gewesen, ja. Guck mal, Wegpunkte gibt's auch. Dann China. Ziehen wir mal ganz locker hier dran vorbei. Ach, jetzt muss ich eine Brücke bauen. Warte mal, wir fahren dann erst noch hier lang. Mach das erstmal weg. Brücke bauen wir hier. Also Brückenbau ist auch schon wieder schlecht, wie wir gerade merken. Hatten wir schon mit dem Brückenbau, ne? Dass das doof ist. Jetzt hat es mal geklappt. Okay. Bagger ausgewählt? Ja. Nee. Jetzt aber. Nochmal das ganze Werk. Komisch, dass es andersrum geht, ne? Ja, super. Hier gehen wir mal so ein Stück nach darüber, einfach aus dem Grund. Wie können wir denn hier am besten reinkommen? Wahrscheinlich so. Ach so, da müssen wir einen Bahnhof bauen, ne? Station. Kommt so dahin. Passt. Dann nochmal Gleise dran. Ne? Hoffen, dass das so okay ist. So, und jetzt wäre noch der Lokschuppen anzuschließen. Kriegen wir das hier hin? Kriegen wir da eine Brücke hin? Wie kriegen wir das am besten gemacht, dass wir hier mit dem Zug darüber kommen? Eine Brücke erstmal. So. Und dann brauchen wir normale Gleise. Da so drauf gehen. Und dann müssten wir mal schauen, dass wir hier noch hinkommen. Erstmal so. Ja. Dieses hier habe ich jetzt mir selbst verbaut, sehe ich gerade, ne? Das heißt, letztes Stück nochmal abreißen und so anbauen. Signal muss da nochmal hin.
Passt erst. Da können wir auch noch so einen machen, damit das auf jeden Fall läuft. Und hier müssten wir auch ein paar Signale vielleicht setzen dann. Das passt erstmal so, ne? Okay, dann haben wir das. 65.000 sind natürlich jetzt leider zu wenig, um noch einen Zug zu kaufen wahrscheinlich, oder? ...178 oder 138. Das heißt, jetzt haben wir gerade ein paar Kosten. Es läuft wieder so langsam. Das ist immer ärgerlich, dass die Geschwindigkeit von dem Spiel irgendwann durch irgendein Ereignis runtergeht, ne? So, was macht denn hier unser Dingens hier? Ah, der kriegt jetzt was. Das sollte also auf Dauer auch dann abwendbar sein. Ist das hier der LKW, der da abliefert? Ne, der fährt woanders lang. Gucken wir mal gerade. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Ist es der? Ich will hoffen, dass der es dann ist. Ja, der fährt schon darum. Dann sieht das gut aus. Und da wird wieder angeliefert im Lager und Nachfrage ist 6 und das passt dann erstmal. Ich denke, den Bankrott da werden wir abwenden können in den 93 Tagen. Und wir haben eine Sache, die da mehr verkauft wird. Jetzt haben wir hier natürlich tausende von Sachen. Fahrzeug ist unrentabel. Fahrzeug folgen. Eisenbahn zu Melrichstadt. Fährt der denn Eisenbahn überhaupt? Der war doch leer, oder? Weil er keine gekriegt hat, oder wie? Schauen wir mal. Er fährt hier runter schon mal und Eisenbahn würde es hier geben. Allerdings holt die irgendwer anders weg. Das heißt, es liegt daran, dass hier einfach zu wenig produziert wird. Ja, wir müssen die Produktion stärken, ja. Gut, dann würde ich sagen, die Eisenproduktion und Stahlproduktion ist es in diesem Fall, glaube ich, die müssen wir mal hochfahren dann. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.